Für den Automotive Business Award haben wir uns mit unserem Projekt Waldbike beworben. Einfach ein Fahrradkonzept für Autohändler, von Autohändlern, für unsere B2B-Kunden und für Familien. Waldbike ist ein Projekt, bei dem wir versuchen, Nachhaltigkeit und Regionalität auf das Produkt Fahrrad zu bringen und Fahrrad ganz neu zu denken mit verschiedenen USPs, unter anderem eine Anhängerzertifizierung, White-Label-Kompetenz und ein umfassender Ergonomieansatz. Wir haben drei Säulen, auf denen unser Geschäftsmodell aufbaut. Einmal unser klassischer Online-Shop, wo wir aber auch unsere Händler mit einbinden, das heißt Auslieferung dann über die Händler, im Idealfall aber auch direkt vor die Kundenhaustür. Dann natürlich unser klassisches Retail-Konzept, das heißt, wir geben denen komplett eine Guideline an die Hand, wie kann ich ein Fahrradgeschäft aufbauen, was brauche ich für Werkzeug. Und die dritte Schiene ist unsere White-Label-Lösung, da kann der Firmenkunde sein Fahrrad in seiner Wunschfarbe mit seinem Logo gestalten, wie er es will, um dann auch seine Mitarbeiter als Markenbotschafter einzusetzen. Wir haben für unsere Fahrradmodelle ganz besondere Namen ausgewählt und die basieren auf einer nachhaltigen Kooperation mit dem lokalen Forst. Wir pflanzen für jedes produzierte Fahrrad im heimischen Stadtwald mit den eigenen Händen einen Baum und haben hierbei unterschiedliche Baumarten ausgesucht. Die Baumarten stehen dabei für unsere Fahrradmodelle. So pflanzen wir beispielsweise für das Modell Tilia eine Winterlinde, für das Modell Quercus eine Roteiche und für das Modell Sorbus einen Speierling. Also die Vision von Waldbike ist, dass wir ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen, wirklich von Anfang an möglichst papierfrei arbeiten. Wir haben uns sehr, sehr viel Gedanken gemacht, wo kommen unsere Materialien für die E-Bikes her. Wir versuchen hier möglichst regional zu beschaffen. Wenn das nicht funktioniert, gehen wir auch bundesweit oder europaweit. Zweit gehört aber auch um Überseeteile, kommen wir aktuell noch nicht drum herum. Aber wir arbeiten wirklich jeden Tag dran, dass wir hier auch die Lieferketten deutlich verkürzen, um hier einfach auch einen möglichst geringen CO2-Footprint zu hinterlassen.